Okay, jetzt sind alle Blumen wieder begossen. Die blühen wieder richtig auf. Und unser Park, ja, der kann sich stolz zeigen lassen. Auch wenn die Parkbewertung jetzt ein bisschen absackt. Meine Güte, der ist doch richtig gut. Fast alle Leute entspannen sich hier. Die essen erstmal gemütlich ihr Eis oder ihren Burger. Was auch immer. Wir haben bisher eine Auszeichnung erhalten, die jetzt hier angezeigt wird. 16.100 Quadratmeter stehen uns zur Verfügung zum Bauen. Wir haben 12 Attraktionen und 4, gerade mal 4 Leute als Personal. Und satte 440 Besucher im Park. Ja, Eintrittskarten gesamt 592. Haben wir schon verkauft, also 592 Leute waren hier schon dort. Und... Ich liebe dieses Karussell. Das war die beste Idee überhaupt. Alter, das ist doch nur der reinste Schrott, wenn das Ding doch jetzt dauernd kaputt geht. Was macht der Mechaniker da eigentlich? Der macht doch bloß eine vorübergehende Reparatur. Das ist ja genauso wie mit den Straßenlöchern. Die werden auch bloß kurz mal zugemacht und dann sind die in ein paar Monaten wieder kaputt. Dann sind die da wieder aufgerissen. Schweinerei. Okay, Leute, ich wette mit euch in circa... Ich gebe dem Karussell maximal 5 Minuten, dann ist es wieder kaputt. 5 Minuten. Okay, was wollen wir denn jetzt noch so viel jetzt machen? Also, viel können wir jetzt ja eigentlich nicht machen. Wir können ja noch eine Attraktion bauen, mal so just for fun, aber ich weiß ja nicht. Ach, machen wir es einfach mal. Geisterhaus dient auch mal der schönen Belustigung hier und außerdem der Weg da am Ausgang von der Schiffsschaukel ist ja auch ein bisschen leer. Ach komm, öffnen wir das Ding sofort. Soll uns jetzt egal sein, auch wenn da jetzt die Meckereien kommen, dass da keiner hinkommt. So. Dann haben die Leute jetzt auch einen Grund, da hinzugehen, weil es da jetzt ein Geisterhaus gibt. Und es trägt den Namen nicht für umsonst. Mal schauen, was da so Interessantes passieren kann. Ich würde euch mal raten, achtet auf dieses Fenster hier. Moment, ich kann dir mal Cursor da lassen. Vielleicht erscheint da ja irgendwas. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die richtige Seite ist. Aber mal schauen. Ah, man kann da sehen, es sind schon Leute reingegangen. Ah, ja, ihr habt es gesehen, ihr habt es auch gehört. Es trägt den Namen nicht für umsonst. So, auf dem Weg können wir auch noch ein bisschen was machen. Ein paar Bänke sind nicht schlecht. Ein paar Mülleimer. Ein paar Blumen. Ah, die passen, glaube ich, nicht hin. Hier zumindest. Ja, Rechner hat jetzt, Spiel hat ein bisschen an der Performance zu leiden. Das ist nicht gut, aber naja, wir versuchen es noch irgendwie im Laufe dieser Aufnahme. Wie gesagt, ich habe euch ja versprochen, mit der Performance, das will ich vielleicht mal in der nächsten Aufnahme klären. Dann probiere ich es mal mit 800x600. Wenn nicht, dann mit 46x480, das ist doch wirklich auch das Kleinstmöglichste. Und da haben wir ja nicht so die große Übersicht und dann ist ja alles so richtig alles schön groß. Zumindest für euch, also für mich. Ich habe ja auch ein Fenster in der Größe und von daher, naja. Ja, das Geisterhaus kommt ganz schön gut an. Für einen Eintrittspreis von 1 Mark, wo man sich da schön erschrecken lassen kann. 68% Beliebtheit. Das soll was heißen. Oh.
Was mache ich denn mit diesem beschissenen Karussell? Ich weiß, der sorgt für Unterhaltung wegen der Musik, ja. Ich würde das Ding auch lieben gerne so lassen, nur wegen der Musik und dafür, dass da auch ein bisschen Geld in die Kassen reinkommt, aber das Ding geht dauernd kaputt. Das ging vorher nicht dauernd kaputt. Ihr habt ja gesehen, wir kamen wunderbar ohne Mechaniker aus. Dann ging plötzlich die Achterbahn kaputt, dann der Twister. Und jetzt geht das scheiß Karussell dauernd kaputt. Das gibt's doch nicht. Über 30 Personen warten an der Achterbahn und 26 fürs Karussell. Herzlichen Glückwunsch, ihr steht an einem etwas nicht sehr stabilen Karussell. Fürs Riesenrad müssen die länger warten, genauso wie fürs Karussell. 6 Minuten fürs Karussell, alter Schwede. Dass man lange warten muss beim Riesenrad, das ist mir klar. Das Ding ist dauernd voll. Beliebtheit. Achterbahn ist weiterhin nur noch prozentig beliebt. Autofahren ist auch, hat auch eine erstaunliche Beliebtheit von 48% dafür, dass das so klein ist. Eis ist nicht sehr beliebt. Geisterhaus geht einigermaßen. Jetzt ist das wieder gesunken. Karussell 64%. Toiletten sind jetzt 100%ig beliebt. Yeah! Ich glaube, wir haben auch diese Funktion, dass wir speziell auf die Toiletten hören. Da könnt ihr halt mal genauso ein Flutschgeräusch hören, was sehr interessant klingt. Habt ihr noch nie gehört. Jetzt ist da jemand aufs Klo gegangen? Wie schnell die ihr Geschäft erledigen können, ist auch Wahnsinn. Und einige spülen nicht mal, Idioten. Oder das Spiel zu spät. Okay, es kommen jetzt nur noch wenige hin, aber auch wenige zurück. Das heißt, unsere Besucherzahl hat sich einigermaßen stabilisiert, genauso wie unsere Parkbewertung, die hier gerade auf 807 gesprungen ist. Bestimmt dadurch, dass wir wieder eine weitere Attraktion gebaut haben und das, wo wir nicht mal ein Darlehen aufnehmen mussten. So, was denken denn die meisten Leute? Ein Parkwegweiser habe ich schon ausprobiert. Klingt komisch. Ja, 9 meinen immerhin, es gibt nette Musik. Ich weiß nicht, jetzt wo ich Let's Player bin, also jetzt wo ich ein hobbymäßig Let's Play mache, geht mir jetzt dauernd diese ausgefallen, also jetzt fange ich den Satz nochmal von vorne an, jetzt geht mir das, seit ich als Hobby Let's Play habe, geht mir das vollkommen auf den Sack, dass das Karussell dauernd ausfällt. Das ist mir vorher, na, das habe ich vorher bloß so als Nebensache gehabt, aber jetzt geht mir das auf den Sack. Und ein paar Leuten ist es schlecht. So sieht deren Gesicht aus. Oh, der hat Hunger, der hat Durst und dem ist übel. Ja, das ist immer so eine komische Sache. Da hat man erstmal so richtig viel Hunger und gleichzeitig ist auch einem schlecht. Tja, was willst du da groß machen? Halt riskieren, dass du da trotzdem mal, keine Ahnung, nebenbei mal was Salatmäßiges isst und trotzdem da kotzen musst. Ah, was für ein Zufall. Ich achte mal, das ist mal wieder defekt. Apropos Zuverlässigkeit. Beliebtheit 32%, aber wie ist die Zuverlässigkeit? Wo steht denn das? Dieser Wert ist ein Witz. 90%. 90% Zuverlässigkeit ist ein Witz. Das Ding wird dauernd sicherheitsabgeschaltet. Was soll der Scheiß? 90%ige Zuverlässigkeit? Naja. Vielleicht ist da irgendwas dran. Vielleicht ist da irgendeins von diesen kleinen Wichten da und drückt da dauernd auf den Ausschalter. Nur zur Sicherheit.
Sicherheitshalber schalte ich jetzt erstmal auf diesen Knopf. Naja. Wir haben inzwischen Oktober erreicht, das heißt ja, wir haben bald unser Ziel erreicht. Also die Besucheranzahl ist sowieso erreicht. Das sollte ja kein Problem darstellen. Parkwertung sieht auch ganz gut aus, also wir haben das Ding so gut wie gewonnen. Aber wie gesagt, das mit der Auflösung, was ich jetzt auch mal schon so oft wie es geht erwähnt habe, da will ich auch nochmal irgendwie nachschauen, ob da noch was zu machen ist. Dass ich ja vielleicht ein bisschen da in Einstellungen rummache, dass da vielleicht an der Performance auch ein bisschen was rauszukitzeln ist. Wie gesagt, ist ja auch immer so ein kleines Problem. Und ja. Tablet wollte nicht aufgeweckt werden. So, von Google gibt es derzeit nichts Neues. Das heißt, keiner hat in der Zwischenzeit mal einen Kommentar auf meinen Kanal hinterlassen. Und ja, kann es ja auch mal nebenbei erwähnen, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme habe ich mir ja auch ein Handy bestellt vor einigen Tagen. Und das ist jetzt bereits verschickt worden. Es ist derzeit in Nürnberg. Okay. Morgen soll es ja ankommen. Mal schauen, welche Uhrzeit. UPS verschickt das Ding ja. Wie gesagt, kann ich auch mal erzählen. Also, da waren wir halt kurz vor Aufnahmebeginn von System Shock 2, also Tyrell und ich. Und da ist mir dann erstmal die Google Mail aufgefallen und dann stand da auf einmal: Boah, Versandbestätigung, auf die habe ich die ganze Zeit gewartet. Na gut, ich habe ganze 2 Tage darauf gewartet, weil bei Bekannten kam die Versandbestätigung von Google Play Store nach ganzen 4 Tagen. Ja, und da habe ich mich erstmal riesig gefreut, da habe ich das erstmal schnell notiert und dann haben wir da erstmal wie gewohnt System Shock 2 aufgenommen. Und die Aufnahmen werden ja derzeit nach und nach veröffentlicht. Wie gesagt, mehr darf ich da nicht erzählen, ist geheim. Wie gesagt, das ist ja derzeit am 9.9. nehme ich ja hier gerade auf, sozusagen einen fast Schnapszahltag. Also vor, wie gesagt, ich bin kein guter Kopfrechner. 1, 2, 3, 4, vor 4 Jahren wäre ja Schnapszahltag gewesen, 9.9.2009. Oh, 2009, Gott. Da war ich ja immer noch in der, also bei uns heißt das Sekundarschule, in anderen Ländern heißt das, glaube ich, Mittelschule. Da ging ich ja noch in die Realschule, meine Güte. Da ging ich ja gerade mal in die 9. Klasse. Ach wie, was ist denn dann der Rutschedefekt? Sicherheitsabschaltung. Die Zuverlässigkeit ist niedriger als bei dem Karussell. Ich verstehe den Sinn nicht. 89%ige Zuverlässigkeit und hier 81. Dort unten kam, also dort unten habe ich hier des öfteren Karussell 1 ist defekt gesehen als Rutsche 1 ist defekt. Und trotzdem ist Rutsche weniger zuverlässig als das Karussell. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was sich der gewisse Herr Sawyer da gedacht hat. Vielleicht so mal kleine Programmierfehler da reinzuhauen. Aber naja, ich will ihn ja jetzt nicht was vorwerfen. Meine Güte, das ist ja ein wunderbarer Programmierer. Man sieht ja hier, was der für ein wunderbares Spiel hier erschaffen hat. Tja, dann will ich mal schauen, wie lange ich dieses Let's Play in die Länge ziehen werde. Also, es ist ja auf jeden Fall ein Spiel, was man ja ordentlich in die Länge ziehen kann, weil ihr habt ja gesehen, ich verbringe schon, sagen wir mal, 1 Stunde 20 Minuten in diesem Level und ihr habt ja gesehen, wie viel es da noch gibt. Also, das kann man richtig in die Länge ziehen, je nachdem, ob ich Lust habe und ja, mal schauen. Mal schauen, wie lange sich da die Lust noch halten wird. Auf jeden Fall ein Spiel, was man da richtig süchtig macht.
ob es als Let's Player süchtig macht, wo man da auch so viel erzählen muss. Naja, ich weiß nicht. Mal schauen. Darf ja nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Zumal es ja auch schon ein Erfolgserlebnis ist, wenn wir einige Parts schaffen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Wir müssen halt nur ein bisschen Zeit damit verbringen, diese Parks zu schaffen. Der Achterbahn, die ist dauernd voll. Wir können uns ja mal kurz anhören. Die machen ja auch gewisse Schreigeräusche, wenn das Ding erstmal runterrodelt. Können wir auch erstmal beobachten. Neue Attraktion fertiggestellt. Aussichtsturm. Na gut, wir haben Oktober. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich da noch was bauen möchte. Gut, da wird sie jetzt erstmal hochkatapultiert. Das dauert ein klein wenig. Und jetzt kommt der spannende Teil. So, jetzt geht es ein bisschen hoch. Und jetzt eine schöne Schwungkurve. Darunter ein Foto und natürlich, da kommen sie ja wieder an. So, klicken wir erstmal den Herrn hier an. Hat doch schon ausprobiert, okay. Man kann ja auch sehen, was die alles in der Tasche haben. Achterbahn 1 Actionfoto und einen Schirm. Ist schon interessant, was man ja alles so über die Besucher erfahren kann, was die im Portemonnaie haben, was die gerade denken, was die gerade in der Tasche haben. Wenn es mal bei uns solche Statistiken gäbe, obwohl, gibt's ja schon. Könnten doch jetzt schon Bescheid wissen, was wir im Portemonnaie haben oder was wir gerade denken. Was denken wir gerade? Aha, das Riesenrad 1 ist defekt. Und lass mich raten, Zuverlässigkeit ist hier auch... Ich verstehe das nicht. 78%ige Zuverlässigkeit und hier 87%. Das Ding war schon so oft außer Betrieb. Das geht doch nicht. Ja. Ich weiß nicht. Oh, es wird schon wieder dunkel. 12 Grad. Boah, ist ja richtig schön kühl. Und es regnet mal wieder. Und jetzt sehen wir auch mal wieder die gewissen Leute, die ja alle ihren Regenschirm aufspannen in dieser ruckeligen Angelegenheit. Und hier, wir haben gerade mal einen kleinen Park. Wir haben dann später noch viel, viel größere Parks. Ich will nicht wissen, wie es da ruckeln würde, wenn wir bei der Auflösung bleiben. Wie gesagt, da würde ich mir doch schon stark überlegen, mal die Auflösung zu wechseln. Also wie gesagt, ich habe ja die Möglichkeit... Kannst ja auch mal spaßeshalber machen. Wir können das Spiel auch mal speichern, so. Jetzt haben wir das erste Mal gespeichert, nach so viel Spielzeit. Weil das Ding stürzt ja quasi nie ab. Oh, wir haben den 31. Oktober, das heißt, bald sollte es soweit sein. Warten wir mal ein paar Sekunden. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Ziel erreicht mit einem Verkehrswert der Firma in Höhe von 141 Mark? Minus 141 Mark, das ist ein bisschen niedrig. Und wir haben noch eine Auszeichnung erhalten, Park mit dem höchsten Besucherwert. Geben Sie einen Namen in das Szenario ein, natürlich machen wir das. Huch, habe ich ein R eingegeben. Okay, jetzt gebe ich es nochmal ein. 95, was ist denn das für ein bescheuerter Name? Okay, ja, jetzt will ich das Ding erstmal speichern. Ja. Ich will es ersetzen. Huch. Jetzt sind wir aufgesprungen auf März Jahr 2, weil im Dezember spielen wir ja nicht. Oh, jetzt habe ich mal Pause gemacht hier, wie ruckelfrei das hier läuft. Das ist ja erstaunlich. Gut, dann können wir das hier eigentlich neu spielen? Ja. Da kämen wir erstmal zurück hier in dieser schönen Übersicht, wo ja alles schön ruckefrei läuft.
Also ja, da haben wir ja erstmal den ersten Park nach fast einer Stunde 30 hier mal durchbekommen. Und ja, wie gesagt, da sind ja noch andere Parks, die dauern wesentlich länger. Und mal schauen, da könnten die Aufnahmen dann auch noch entsprechend lange dauern. Aber wie gesagt, ich habe da mir auch so schon ausgedacht, vielleicht lade ich mir dann später auch noch ein paar Gäste ein, dass ich mich mit denen halt noch ein bisschen unterhalten kann, während wir einen schönen Park aufbauen. Damit es halt nicht allzu langweilig wird. Aber wie gesagt, kommt erstmal später. Jetzt, weil ich da nicht so eine riesen Umfrage machen will, wer da alles mitmachen will. Nein, wir machen das alles in einer geschlossenen Gesellschaft. Ich suche mir die Leute aus, die ich damit einladen will. Deshalb verzeiht mir das. Gut, damit haben wir den ersten Park mal hinter uns gebracht. Da können wir auch mal hier sehen, was hier alles für Parks möglich ist. Ich glaube, so einen Park werden wir da auch noch betrachten, wo da alles schon vorgefertigt ist. Wo wir da bloß mal so eine kleine ergänzende Rolle da spielen könnten. Also sowas Erstaunliches ist hier möglich. So kreativ können wir uns hier engagieren. Das ist schon teilweise erstaunlich. Und ja, wenn man da den Überblick behalten kann, das ist auch schon was Tolles. Und solche schönen Achterbahnen möchte ich auch mal gerne bauen. Dort oben haben wir übrigens eine Go-Kart-Bahn, das geht auch. Okay, damit beende ich mal das Spiel. Das geht ja auch relativ flott. Dann sind wir wieder auf dem Desktop. Und dann würde ich erstmal sagen, das war's erstmal für die erste Aufnahme von Rollercoaster Tycoon 1. Ich hoffe, das Ding findet bei euch einigermaßen Anspruch. Und dann will ich da auch erstmal mit dem Performance-Problem danach schauen und das alles kriegen wir alles noch hin und mal schauen, wie viele Parks wir da durchkriegen irgendwie. Werden wir erstmal sehen. Bis dahin sage ich erstmal bis zur nächsten Aufnahme von Rollercoaster Tycoon 1. Bis dahin, tschüssi.